Schöne Dachgeschosswohnung, drei Zimmer, Ost- und Westterrasse, Gäste-WC, Duschbad und Wannenbad, Blick, Dielen- und Garderobenbereich. Links kleinen Abstellbereich, dann geht es zum offenen Wohn- und offenen Küchenbereich und Ost- und Westterrasse. Gehen wir erstmal heute Morgen schnell auf die Terrasse, weil halt gerade die Sonne noch ein bisschen scheint. Damit kleine Abstellmöglichkeit, wenn es ein bisschen nieseln oder regnen sollte. Blick zu den Stellplätzen und Gemeinschaftsgarten. Schöne kleine feine Ost- und Westterrasse. Heißt morgens die Sonne und abends. Da oben ist sie nämlich. Blick zu den Stellplätzen und Gemeinschaftsgarten und Spielplatz. Tolle Terrasse, morgens die Sonne und abends. Dann geht es zurück zum Wohn- und offenen Küchenbereich. Also sehr windig heute. Machen wir die Terrassentür mal wieder zu. Großer Wohn- und offener Küchenbereich. Gerade Fenster, kaum Dachschrägenfenster. Gespachtelte Wände, alles neu gemacht. Offene Küchenbereich mit Fliesenspiegel. Blick aus dem Küchenbereich zum Wohnbereich. Blick aus dem Essbereich Richtung Wohnbereich und Terrasse. Dielen- und Garderobenbereich, Gäste-WC und großes Wannen- und Duschbad. Schönes Gäste-WC mit Fenster, Dachschrägenfenster haben wir aber hier, Vorhänge-WC, Handwaschbecken mit Ablage, großen Spiegel. Dann gehen wir bei Dielen- und Garderobenbereich. Gehen wir erst ins kleinere Schlafzimmer oder Arbeitszimmer, Gästezimmer, Ankleidezimmer.
ja super ruhig, weil geht Richtung Parkplatz der Blick. Blick fensterseitig ins kleinere Zimmer. Trotz kleinem Fenster, Superhelm. Dann geht's zurück zum Dielen im Garderobenbereich. Dann haben wir hier rechts das größere Schlafzimmer. Eigentlich müsste die Sonne jetzt hier da sein, aber irgendwie haben wir heute nicht so richtig Glück mit dem Wetter. Beides auch wieder gerade Fenster, was die Wohnung natürlich heller macht. Schön Parkettfußboden, gespachtelte Wände, neue Elektrik, Dusch- und Wannenbad mit Fenstergroßen. Zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Jetzt sind wir hier im Wannen- und Duschbad mit separatem WC. Schöne Eckbadewanne. Spiegel und Handwaschbecken, Anschluss Waschmaschine und Abfluss natürlich. Rechts in der Ecke die Dusche. Tolle Eckbadewanne. Wannen- und Duschbad mit großen Fenstern. Richtung Stellplätze und Gemeinschaftsgarten, also kann keiner direkt reingucken. Blick fensterseitig Richtung Wannen- und Duschbad. Handwaschbecken, Spiegel. In der Dachgeschosswohnung haben wir auch fast überall oder überall die Downloads drin. Und dann haben wir hier ein bisschen versteckt Toilettenbereich mit Handtuchheizkörper. Dann geht's zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Ein bisschen Glück muss ich ja auch noch ein bisschen haben. Gehen wir nochmal schnell ins große Schlafzimmer. Da sehen Sie die Sonne reinkommen jetzt. Dann nochmal schnell einen Blick Richtung Terrasse. Und dann sind wir durch die schöne Dreizimmerwohnung, Dachgeschoss, auch schon wieder durch. Jetzt kommt die Sonne raus.
So ist das manchmal. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.